Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Nachdem ich darüber gesprochen habe, wie wir das Jahr positiv beenden können, möchte ich heute darüber sprechen, wie wir das neue Jahr positiv beginnen können. Und schön ist es einfach immer, wenn man sagt, okay, Vergangenes ist vergangen, das ist 2017 passiert und 2018 starten wir ganz neu. Wir lassen das Alte los und sind bereit für was Neues. Und da finde ich es immer super schön, wenn man sich Ziele setzt. Ziele für jeden Monat, sowohl beruflich als auch privat. Und die können super klein sein, dass ihr euch in einem Monat vornehmt, diesen Monat nehme ich mir wirklich einen Tag eine Mama-Auszeit. Oder ihr nehmt euch vor, irgendwas Neues zu lernen, ein neues Hobby anzufangen, ein Buch zu lesen. Ich weiß, für viele Mamas ist es schwierig, es organisiert zu bekommen, mehr zu lesen. Dann nehmt euch doch in einem Monat das Ziel vor, ein Buch zu lesen. Und so legt euch doch für jeden der 12 Monate ein Ziel fest, ein privates oder berufliches. Es kann noch so klein sein, aber so hat man so ein bisschen so einen Fokus für das Jahr. Wo möchte man hin? Was möchte man erreichen? Und dann schreibt euch gerne so eine To-Want-Liste. Also keine To-Do-Liste, was müsst ihr 2018 alles erledigen, sondern eine To-Want-Liste, was möchte ich 2018 alles erleben? Vielleicht habt ihr eine bestimmte Veranstaltung, auf die ihr seit Jahren möchtet. Oder ihr möchtet, wie gesagt, irgendeinen neuen Kurs beginnen, irgendeine neue Sportart anfangen. Vielleicht möchtet ihr auch eine gewisse Ernährungsweise mal ausprobieren. Oder einfach, ihr möchtet euch mal wieder einen Abend hinsetzen und einfach nur lesen. Schreibt mal so eine To-Want-Liste. Das macht unglaublichen Spaß, erstmal so festzulegen, was würde ich denn gerne tun wollen. Und daraus könnt ihr dann auch eure Ziele für die Monate zum Beispiel ableiten. Dann überlegt euch auch gerne, ob ihr im neuen Jahr neue Routinen aufnehmen wollt. Wollt ihr vielleicht Tagebuch schreiben? Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Wollt ihr vielleicht anfangen zu meditieren? Da hätte ich nämlich das super Perfekte für euch. Denn am 1. Januar startet meine Meditations-Challenge hier auf YouTube. 21 Tage lang wird es gehen und es wird jeden Tag eine Meditation von mir geben, zwischen 5 und 10 Minuten. Die sind wirklich super, super kurz. Das heißt, jede Mama kann sich diese 5 bis 10 Minuten am Tag nehmen zu unterschiedlichsten Themen und es ist perfekt, um in dieses Thema Meditation einzusteigen. Oder vielleicht möchtet ihr euch einfach neuen Input holen. Ihr merkt, okay, das, was ich hier anspreche, das gefällt euch schon sehr gut und ihr wollt mal schauen, was es da anderes gibt. Bücher. Andere YouTube-Kanäle, Podcasts, da habe ich euch auch schon mal Videos zu gemacht, was ich euch da empfehlen kann. Also schaut mal, in welche Richtung euer Jahr 2018 gehen soll. Was wollt ihr tun? Was wollt ihr vielleicht erfahren? Was wollt ihr lernen? Vielleicht in welche Richtung wollt ihr euch weiterentwickeln? Das finde ich immer super spannend, da schon so eine Ausrichtung für das Jahr zu finden, wie gesagt, seinen Fokus auszurichten. Und schreibt euch das gerne alles auf. Irgendwann verliert man diesen Fokus im Laufe des Jahres und dann schaut gerne wieder auf diese Listen. Was stand denn auf meiner To-Want-Liste? Was habe ich denn davon schon erledigt und was habe ich denn noch nicht gemacht und wo möchte ich denn 2018 gerne noch hin? Ich wünsche euch ein wundervolles, erfolgreiches, gesundes, glückliches, liebevolles Jahr 2018.